Gegenstand Stufe 50, okay. Stufe 50, aber ich werde, glaube ich, alles, was ich habe, haben. An Fähigkeiten. Moin! Da hat sich wohl jemand in der Wüste verirrt. Ich habe dich auch schon mal gesehen, aber natürlich, du hast den Koboldgott abgeschlachtet. Was war der sein, der sie einen Helden nennen? Ich glaube, ich habe das sehr komisch gelesen. Dann dachte ich mir doch, dass das Geplänkel da draußen nur zur Ablenkung dienen sollte. Wenn du hier daher spazierst mit deinen Kumpanen mich umbringst und meinen Truppen Castrum Ossidens führerlos machst, so habt ihr euch das gedacht. Was? Eine kühne Strategie. Aber ob einer dahergelaufenen Abenteuer sie umsetzen kann? Ich will kein dahergelaufenen Abenteuer. Wie dem auch sei, seid kein Gegner für mich, aus dem Weg. Schickt eine Nachricht an Ossidens raus, dass die Limser uns auf die Nerven fallen wollen. So, mein Defektus. Lass sie einfach laufen. Was soll ich machen? Ist ja immer noch da. Soll ich dich mit deinen beschränkten Herren etwas nachdenken geben? Was glaubst du, hat Legatus Gaius von Belsa im Sinn? Hatten wir euch Erosea aus dem Elend, Hungersnöte, Fäden und alle möglichen Unfreiheiten vor der Eingliederung in das Galilische Reich hatten alle Provinzen mit unzähligen Plagen zu kämpfen. Auch meine war keine Ausnahme. Doch der Legatus nahm die Völker im Namen des Kaisers in sein großes Reich auf und löste ihre Probleme mit Entschlossenheit und Wohlwollen. Gaius ist nicht der Feind Eroseas, wie ihr denkt, er liebt dieses Land. Wäre aber scheiße. Bei seiner Führung gibt es keine Ungerechtigkeit. Natürlich existieren in jeder Gesellschaft Unterschiede, aber wer Talent und den Willen zur Leistung hat, wird seinen gerechten Teil erhalten. Doch jemand wie ich aus einer angegliederten Provinz hat die Möglichkeit, bis an die Spitze aufzusteigen. Ganz anders als bei eurer Herrschaft der Schwächlinge, die sich willkürlichen Göttern beugt, dem Chaos Tür und Tor öffnen und den Zufall walten lässt. Da ist will Frieden und Gerechtigkeit für ganz Eosea. In diesem Eosea gibt es keine Schwäche, keine Götzen und keine Regellosigkeit. Jeder kann selbst all die Fähigkeiten verwirklichen, die in ihm angelegt sind. Damit alle Vernunftbegabten ihr Potenzial verwirklichen können, braucht er die Stärke und Herrschaft über eure Reiche. Lava ist immer noch scheiße. Du bist vielleicht einer der Besseren unter den Abenteuern, aber wenn du dich nicht beugst, werde ich dich der gerechten Macht unterwerfen, die Gaius euch bringen wird. Komm nur her. Ich habe eine Axt. Ich, Ritatin, As Arvina, Präfektus der Galileischen Reiches, Diener von Legatus Gaius von Belsar, Schwert und Schild des Kaisers von Gallemald, werde dich vernichten. Du hast nicht mal ein Schwert. Du hast Schilde, ja, das gebe ich zu. Aber du hast kein Schwert. Moin! Ich habe die falsche Attacke ausgewählt. Weg hier. Du wirst nicht entkommen. Wie viel Leben habe ich? Okay. Okay, ich muss hier weg. Die Musik ist ziemlich cool. Meine Schilde sind unzerbrechlich, das werden wir noch sehen. Aua. Ich kann dich nicht angreifen, weil... Oder doch? Das ist aber kein... keinen offenen Rücken. Okay. Ich will aufpassen, was da für ein Scheiß passiert. Okay. Hier. Ich muss mal kurz mal so einnehmen.
Kampf ist auch ein bisschen härter als gedacht. Ich hätte die drei einsetzen müssen. Okay, mein Leben ist noch ganz okay. Uiuiui, ganz schön viele orange Felder. Das wirst du nicht überleben, mein Freund. Schön, wenn du nicht zurückhältst, solltest auch du meine ganze Kraft kennenlernen. Okay. Dieser Kraft also hältest du den großen Titan. Was ist los? Okay, da kommen Leute. Dann kommt doch. Warte, ich sollte die 5 und die 6 benutzen. Und dann das hier. 7. Oh, ihr müsstet doch mal langsam. Warte, da passieren Sachen. Ihr müsstet doch langsam mal sterben, ihr Kackviecher. Arschlöcher. Alter, du bist alleine, ne? Hau ich einfach so auf dich drauf. Wir sind zu schwach, vergebt uns. Nein, wie kannst du es wagen, meine Männer so zuzurichten? Ja, kann ich, also. Ich werde den Mut und die Treue meiner Männer nicht umsonst sein lassen, verlasst euch drauf. Okay, er kämpft, er kommt wieder zu sich. Okay. Den Ritter ihn erneut. Okay. Ja, machen wir das mal. Ja, es ist ja schön. Ich war kurz betäubt. Weg hier. Warte. Hier. Alter, Alter, Alter! Noch mal ein paar Sachen, ne? Oh, Scheiße. Da müssen wir aufpassen. Okay, hier hin. Oh, Kacke, oh Crap. Das kann nicht wahr sein. Ich wusste nicht, wo ich so schnell hin soll. Ich wollte dich nicht angreifen, so ein Scheiß. Was ist das? Was ist das, glaube ich, ne? Das muss ich einsetzen. Damit überlebe ich auf jeden Fall auch mit einem KP. Ich wusste nicht, wo ich auf die Schnelle hin sollte. Ich mach das nochmal auf normal. Ich hätte das auf einfach stellen sollen. Ich muss jetzt den ganzen Trap nochmal neu machen. Erstmal Ritter Teen normal besiegen. Oder ist das... Nee, das ist ein... normaler Scheiß.
Habe ich eigentlich meine Tränke wieder oder sind die weg? So. Kommen wir noch her. Oder sind die weg? Weil ich den Kampf quasi nochmal von vorne angefangen habe. Also weil ich sie benutzt habe. Oder sind sie da, weil ich den Kampf von vorne angefangen habe? So wird ein Schuh draus. Ja, das ist 24, 43 Sekunden. Also 4 Minuten. Das will ich mal nicht einsetzen. Das setze ich eh so selten ein. Hör mal auf mit deinem Scheiß. Kommt ihr mal her. Ich nehme mal so einen Trank. Erstmal den hier. Dann den hier. Und dann 5 und die 6 ist das. Okay. Dann schnell nochmal was trinken. Okay, dann wollen wir mal hingehen. Kann ich ihn anvisieren? Scheiße, bin ich betäubt. Weg hier. Okay. Okay. War grad. Oh je. Weg hier! Okay, ich mach noch mal den hier. Weg hier. Dann ein bisschen Laterne angreifen.
Wir waren krank. Heilige Scheiße. Okay. Muss hier hin. Ah, wir haben ihn besiegt. Ah. Oh, meine Fresse. Entschuldigung, dass ich auch gegen Ende nichts mehr gesagt habe, so viel. Aber ich muss mich konzentrieren. Ich muss mich hart konzentrieren. Er lebt doch noch. Wird auf dem Puls vorher, wo du einliegen lässt. Ich kann nicht leugnen, dass du keine Kräfte zu setzen weißt. Freu dich nicht so früh, meine Niederlage wird einen Preis haben. Was denn? Was macht er denn jetzt? Ich hau mal drauf. Okay. Okay, das könnte ein bisschen hart werden. Ich bin nicht um, wenn das letzte ist, was ich tue. Oh, scheiß die Wand an. Ich brauche mehr Leben. Ich muss mir gleich mal ein paar Tränke kaufen, ne? Vielleicht. Ich kann halt nicht ausweichen, ne? Töte ihn schneller. Meine Fresse. Dumme Sau, ey. Ich sei doch endlich mal tot. Oh. Ich. Hab ich das ganze Ding zerstört? Legatus, ich hab euch enttäuscht. Legatius, Legatus Gaius. Lusche, ich hab beim ersten Mal verloren. Meine Fresse, war das ein Krampf. Der hat auch nicht aufgegeben, die Sau. Aber wieso ist da jetzt so ein rotes Leuchtfeuer? Was ist das für ein Licht? Kommt das von dem Magitek-Transporter? Du hast Ritter-Team besiegt, DFB, du hast es geschafft. Das ist wirklich unglaublich, auch wenn du deine Fähigkeiten oft genug gelesen hast. Das war wirklich ein Meisterstück. Danke. Das Licht ist ein Feuer der Hoffnung, um uns den Weg zum Sieg zu weisen. Refactus Ritatin ist besiegt. Die zweite Phase von Operation Marsch der Weisen kann beginnen. Wir müssen die Ultima-Waffe zerstören und Eosea mit eigenen Händen den Frieden bringen. Das ist unser Ziel und nicht er dürfen wir ruhen. Ja. Wir haben Set gut gemacht, Junge. Ich würde gerne auf deinen Sieg anstoßen, aber wir haben noch was zu tun. Nächste Phase wird dringend in Castrum Meridanium ein und zerstören die Ultima-Waffe. Zu dem Lager der Legion der Unsterblichen im Norden der Bucht des Abendsterns. Dort wirst du deine Anweisung erhalten. Also dann, wir sehen uns bei der Hauptgruppe. Na, Tankred, was geht? Da geht der Lichtträger.
aber dein fahles Licht wird verlöschen. Heidelin, im vollendeten Dunkel schon bald. Wenn du meinst, ich habe gerade einen deiner wichtigsten Figuren getötet. Willst du aber, was auch immer. Was sagst du denen? Sie wurde umgebracht. Jawohl, und durch die Hand ist prima eh schlecht, dass wir wissen es von dem Seture des Vorpostes. Er hat den Anschlag überlebt. Mit ihnen. Können Sie es wagen, mein bester Krieger, meine rechte Hand, und ihr habt diesen räudigen Hund entkommen lassen? Ich weiß nicht, mein Legatus. Schön mit sterben, Bote. Bitte doch den Boten. Astrum Ossidens meldet einen Ansturm von Truppen unter der Flagge des Mahlstroms. Und auch Astrumarinum greifen sie an. Ihr Admiral führt die Flotte persönlich. Sie scheinen den Seeweg blockieren zu wollen. Ja, eigentlich ein Gunplay. Das ist also eure Antwort auf mein Angebot, Anführer Eroseas. Vielleicht darf nicht länger in der Hand dieser hoffnungslosen Narren bleiben. Die Ultima-Waffe wird sie von ihnen befreien, mitsamt den wilden Stämmen und ihren falschen Götzen. Nur so wird Recht und Ordnung in Eorzea einem zugehalten. Meine Ordnung. So wie es euer Wille ist, Legatus. Nero ist der Einzige, von dem wir wirklich das Gesicht mal gesehen haben. Ich möchte auch die anderen Gesichter gerne sehen. Oh. Kommandant DF, bitte, wir haben von deinem Triumph gehört. Es ist uns eine Ehre, an deiner Seite zu kämpfen. Als du die Erstphase der Operation erfolgreich erfüllt hast, haben wir die Truppen an alle unseren Positionen in Bewegung gesetzt. Von dem Salamenser aus hat Admiral Merwip den Mahlstrom nach Castrum Ossidens zu Castrum Marinum gelenkt. Cannesena hält inzwischen mit den Kämpfern der Bruderschaft auf Castrum Oriens zu, um es einzuschließen. Damit kannst du dich auf die nächste Manöver vorbereiten, Kämpfe für Eosea. Wenn du bereit bist, sag es mir. Punkt. Das ist alles Quatsch. Nehmen wir gerne das Geld. Das verkaufen wir irgendwann mal. Die Verbindungsoffizier. Ja, Stufe 49 Waffe gerne. Der Verbindungsoffizier wird dir deine Aufgabe erklären, die eines Helden der Allianz bedarf. Alle guten Phasen sind drei. Ich denke mal nicht in Phase 2. Phase 2 der Operation ist im vollen Gang. Unsere Brüder und Schwestern vom Mahlstrom bekämpfen. Wir kämpfen die Galea in Vilbrand und Rotanosee. In Kürze wird Phase 3 beginnen und du wirst einmal mehr auf dem Schlachtfeld benötigt werden. Die Legion der Unsterblichen wird beim Castrum Meridianum eine Ablenkungsmanöver starten, während wir die Truppen der Galea dort festsetzen. Wirst du einen weiteren Trupp anführen und die Festung infiltrieren. Startpunkt für die Mission liegt im Schatten von Castrum Meridianum im nördlichen Tanalan. Auf einem Weg dorthin möchte ich dich jedoch bitten, einen kurzen Halt in Camp Blauer Dunst einzulegen, an unserer strategisch wichtigen Außenposten in der Region. Mir ist zu Ohren gekommen, dass die Moral der dort stationierten Truppen am Boden ist. Das Erscheinen des Helden von Cap Westwind würde ihnen sicherlich neuen Mut geben. Bitte einfach mache das Feuer in ihren Herzen erneut. Okay, wo muss ich hin? Genau. Irgendwo hier. Benachbartes Areal. Ja, ich gucke einfach mal. Auf der Oberkarte. Nein, das ist falsch. Auf der Oberkarte. Muss dahin. War ich da schon mal? Ja, kein Blau sonst. Da wollen wir mal hin. Kann mich null dran erinnern, dass ich da mal war, aber anscheinend war ich da mal. Und dann mache ich erstmal eine kurze Pause und mache sofort gleich weiter. Sofort gleich, ja. Weiter geht's. Ich muss so gehobene Faust. Moin. Ach, guck mal, Peter. Ich freue mich sehr, dass ihr hier in Camp Blauer Dunst begrüßen. Technisch gesehen sind wir bereit, jederzeit gegen Castrum
Meridianum, das ist ein komischer Name, zu marschieren. Die Truppe ist in guter körperlicher Verfassung, aber leider ist die Moral am Boden. Die Stimmung ist ziemlich düster angesichts der Aussicht, einer der womöglich blutigsten Schlachten der Geschichte tragen zu müssen. Wenn ein Held wie du unter uns weilt, wird dies das Feuer in ihren Herzen sicherlich nur entfachen. Okay, gib mir die Waffe. Die hätte ich gern. Damit ich mal was Besseres habe. Im Winter... benutzen... Bei Steuerung I... Das wird doch besser sein. Stahl, bewährte Kobold, Eisen, Labris. Anlegen. Die ist doch besser. Wieso ist denn da so ein Zettel darunter? Egal. Also so ein Symbol. So ein Zettel-Symbol, meine ich. Charakter. Wir haben, glaube ich, das Beste gerade am, das am besten am Tagen. Nochmal den hier. Okay, jetzt habe ich zwei verschiedene. Egal, dann mache ich den hier. Oder ich mache den hier weg. Huch. Sehr schön. Das war eigentlich der... okay. Das war eigentlich. So ist das. Ich rüste das mal aus, damit ich dann auch wieder wechseln kann. Und das hier speichern kann. Ja. Ich möchte nicht aufweise Kriegerdinger da haben. Gehobene Faust. Was ist das hier? Schwarze. Ah, Ohrringe. Gehobene Faust blickt dich mit entschlossener Miene an. Auf geht's. Keine Angst, um besagtes Feuer zu entfachen, ist keine große Geste nötig. Wenn du an vorderster Front in die Schlacht schreitest, ist deine mutige entschlossene Gestalt genau jene Inspiration, die unsere Männer und Frauen dringend nötig haben. Assan, Kommandant Dave, Peter, marschier voran, gehen Erzheim Fabrik, deine Schritte geleitet von Tapferkeit und Heldenmut. Bitte erstatte General Rauban Meldung, wenn du angekommen bist. Also ich muss einfach irgendwo hin latschen. Map. Da gibt's doch. Oh, da ist Raubans Kutz. Castrum Meridianum. Das ist ein Dungeon. Da. Mich harmonisiert. Wunderherrlich. Dann laufen wir damit ein Ziel hin. Um ein Ziel. Hätte ich meine Waffen und überhaupt meine ganze Ausrüstung mal. Reparieren lassen sollen. Das kann ich wahrscheinlich auch in dem anderen Gebiet. Hallo, Basilisk, bitte greif mich nicht an. So hochleveliges Zeug hier zu haben. Oh, den muss ich besiegen. Ja, meine. Für mein Dingens. Für mein Bestiarium. Komm, bitte ihn. Doch nicht. Gut. Noch mehr? Ist das Vieh noch besiegen? So.
der Kampf, der war echt hart eben gegen Ethanus. Ich habe deinen Namen vergessen. Irgendwas mit T. Wieso? Wie viele von euch Kackviecher muss ich denn besiegen? Ist das nicht hier irgendwo ne- da? 5. Meine Fresse. Das ist nervig. Von den Galea-Idioten, die ich für das Bestiario besiegen muss, die werde ich höchstwahrscheinlich da in Castrum Marinadium, Marinade, keine Ahnung, wie das Ding nochmal hieß, da werde ich das wahrscheinlich machen können. Die da besiegen können. Regionsrekrut. Muss doch irgendwo. Da ist die Reparatur. Etwas reparieren. Alles, was ich trage, ist nicht gerade viel. Waffen. Habe ich ja was Besseres als die Freibeuter, bei die ich. Rüstung werde ich wahrscheinlich auch nichts Besseres bekommen. Das ist Raubahn. Der wartet ja auf mich. Erstmal den hier harmonisieren. Schade, dass ich gerade eben eine Pause gemacht habe, weil jetzt wird es wieder Nacht, aber es ist Tag noch und ist trotzdem dunkel. Ich wollte den Hinter von Heinz hier nicht zeigen. Hallo Raubahn. Ah, Dave, du hast dich wirklich gut geschlagen im Kopf mit diesem Rittertin. Rittertin hieß er. Leider wirst du dich auf diesen Lorbeeren kaum ausruhen können. Doch bevor wir uns ins Gefecht stürzen, möchte ich dich bitten, vor unsere Leute zu treten. Deine heldenhaften Taten sind weiterhin bekannt und es wäre eine enorme Inspiration für sie, dem Mann hinter der Geschichten von Angesicht zu Angesicht gegenüberzustehen. Doch dich nun zu sehen mag in der momentanen Lage nicht genügen. Ich glaube, einige unserer Soldaten können ihre persönliche Aufmunterung gut gebrauchen. Ich weiß, dieses ist etwas merkwürdig, aber bitte statte ihnen einen Besuch ab und entfache ihren Kampfgeist. Vergiss nicht, am Ende auch Edelsteinmut zu sprechen. Er zeigt seine Angst sich, aber auch ein Anführer kann hin und wieder ein paar aufmunternde Worte gebrauchen. Glaub mir, ich weiß, wie das ist, sagt der Anführer. So, erstmal muss ich in die Richtung. Muss ich einfach mit denen reden oder muss ich irgendwas, ein Emote machen? Du bist doch dieser legendäre Held, von dem alle sprechen. Dann wirst du diese Schlacht für uns kämpfen. Ich kann mich auf dich verlassen. Du wirst mich und alle Legionäre aus meinem Trupp retten. Genau. Muss ich aufmuntern oder Mut machen? Aufmuntern. Machen. Ich gucke erstmal, ob da irgendwas mit Mut ist. Demütig, ne? Auf und ich suche mal. Ja, aufmuntern. Ich habe es wahrscheinlich falsch geschrieben. Das ist ja schön und gut, aber ich dachte, du würdest mich vielleicht ein bisschen aufmuntern. Aber Helden sind viel beschäftigt und haben keine Zeit für uns unbedeutende Daten, habe ich recht? Ich hab doch auf... Hä? Ist das der falsche Emote? Okay, ich muss einen anderen Emote wahrscheinlich benutzen. Auf geht's, okay. Mach das lieber hier, auf geht's. Okay, warte erstmal anvisieren und dann auf geht's. Auf geht's, ab geht's. Du hast recht, ich darf mich nicht
auf andere verlassen und muss mein Schicksal selbst in die Hand nehmen. Ich werde für jeden Legionär in meinem Trupp kämpfen und sie alle retten, wenn es nötig ist. Wird. Ich werde die Heldin sein, von der nach der Schlacht alle sprechen. Sollen die Galea nur kommen. Auf geht's. Okay. Hier irgendwo sollen die Leutchen sein. Da ist hier so ein Legionär. Dritter Klasse. Hier dann nochmal. Auf geht's. Du hast recht, wenn wir die Schlachten nicht gewinnen, wird hier irgendein Galeer meine ganze Familie niedermetzeln. Wenn er einen gnädigen Tag hat, Punkt. Ein schlecht gelaunter galeischer General könnte sie auch in den Erzbingen zu Tode schuften lassen. Oder schlimmere Dinge, die sich nur Galeer ausdenken können. Ich werde ihnen die Schlacht ziehen und dem Kaiserreich zeigen, dass man Sandlinge nicht so schnell kleinkriegt. Ich werde mit der Kaiserreich alleine vorknöpfen und es in der Luft zerreißen. Wenn man beide Arme abpackt, werde ich den nächsten galeischen Soldaten die Augen aus. Dann werde ich bla und prahl und dann kreich. Okay, du. Auf geht's. Bin ich nah genug? Bin ich. Du hast recht, unsere Schwertkämpfer und Thaumaturgen haben ihre Kampftechniken bis zur Perfektion gebracht und unsere flexible Verfügungsstruktur erlaubt uns, auf jede Schlachtsituation entsprechend zu reagieren. Wir werden diesen Galeeren zeigen, wie man in Tanalan kämpft. Okay, wo muss ich als nächstes hin? So, hier bei den Zelten. Da. Als Edelstein. Auf geht's. Glaube ich. Bitter, wenn ich ehrlich bin, war das genau, was ich gebrauchte. Ich gestehe es mir selber nicht gerne ein, aber manchmal frage ich mich schon, ob wir überhaupt eine Chance haben. Aber wir haben so viele mutige Leute auf unserer Seite. Was kann da noch schief gehen? Zeigen wir jetzt denen. Möchte gerne Weltherrschern. Verteidigung. Stärke 10, Konstitution 11, Entschlossenheit 10, Unbeugsamkeit. Okay, ich glaube, das ist für Verteidigung, Verstümmelns, Schlagens. Ich denke mal, das Verteidigens wird auch für einen Tank sein. C. Bessere Ohrringe, die fast nicht anders aussehen. Ich glaube, eine andere Farbe haben. Bei Ich und Farben, ne? Edelstein blickt dir mit neu gefasster Zuversicht entgegen. Okay, noch mehr Ohrringe. Okay, Angriff auf Passum Meridiano. Okay. Du hast ein wahres Feuer in meinem Herzen. Ah, schön. In Fach DF. Nun geht es diesem sogenannten Kaiserreich an den Kragen. Dieselbe Inbrunst sehe ich in den Augen meiner Kameraden brennen. Furcht und Sorgen sollen uns nicht weiter lähmen. Wir sind bereit für dieses Gefecht. Und du wirst uns die Bühne bereiten, die Schalte vorangehe. Gen Castrum Meridianum, General Rauban erwartet dich bereits dort. Okay, ich brauche mal. Ich glaube, mit Heinz muss ich nicht mehr kämpfen, deswegen rufe ich ihn gar nicht mehr, weil wir wahrscheinlich in den Dungeon gehen. Das wird auch so wahrscheinlich das letzte, eine der letzten Quests sein von A Realm Reborn. Danach kamen die Patch-Sachen, die Patch-Quests, bis dann Heaven's Ward anfängt. Nicht Heaven's Sword, also kein Sword, also kein Schwert, oder nämlich Heaven's Ward, also Himmelswärts. Okay, ich muss aufpassen. Punkt. Ja, okay, von denen muss ich alle keinen besiegen. Nicht alle triggern. Da ist Rauban. Okay, der will kämpfen.
und machen weg. Wahrscheinlich kommt sehr viel Level 50er Zeug jetzt so auf mich zu. Ich werde sowieso jetzt auch auf Level 50 runtergestuft, wenn ich in den Dungeon gehe. Castrum Meridiano. Ich muss mir den Namen mal merken.